Der Stadtfeuerwehrtag in diesem Jahr wird ausgerichtet rund um die Stadthalle Troisdorf. Dort hat als Ausrichter die Löschgruppe Mitte sich ein tolles Programm ausgedacht, was schon morgens um 9 Uhr startet mit einem Menschenkicker-Wettbewerb. Der Jugendfeuerwehr Troisdorf wird darüber hinaus eine Menge an Vorführungen haben. Wir werden sehr viele Einsätze darstellen mit der Jugendfeuerwehr, die wird sehr viel vorführen. Und es wird auch eine Vorführung der aktiven Feuerwehr geben, wo wir dann auch einen Show-Einsatz darstellen. Okay, wir haben dann hier, wenn wir einmal hier runtergehen, wir haben hier das Fahrzeug der Löschgruppe Siegler, der nächstes Jahr ersetzt wird. Das Nachfolgemodell ist schon in der Beschaffung. Da werden wir ein neues Auto bekommen. Dann haben wir als nächstes hier unseren Tanker stehen, unser Tankfischfahrzeug. Dann folgt der Rüstwagen. Alles das, was wir brauchen für technische Hilfeleistungseinsätze, haben wir hier drauf verlassen. Dann kommt unsere Drehleiter, die wir hier stehen haben. Und als nächstes kommt unser eigentlich Fahrzeug, was man am meisten draußen auf der Straße sieht, unser HLF. Das ist das Standardfahrzeug, was bei jedem Feuerwehreinsatz auf jeden Fall mit rausfährt und immer mit als erstes vor Ort ist.